Elder Scrolls-Fans, aufgepasst! Im Moment könnt ihr über 4 Elder Scrolls-Spiele kostenlos abstauben. Ich bin der Amimus und hier auf diesem Kanal dreht sich alles rund um gute RPGs. Vor allen Dingen um die Elder Scrolls-Reihe. Wenn dich das interessiert, dann bleibe mit einem Abo gerne am Start. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du 4 Elder Scrolls-Spiele kostenlos abstauben kannst. Ich werde zudem erklären, was diese Spiele alles bieten und ob es sich lohnt, da mal reinzuschnuppern. Spoiler, bei den meisten tatsächlich ja. Am 27. April ist es endlich soweit. Leider kommt da kein Elder Scrolls 6 heraus, allerdings stampft Bethesda seinen eigenen Launcher ein. Es wird eine Migration von dem Bethesda Launcher zu Steam geben. Und damit wechseln auch die beiden Spiele The Elder Scrolls 1 Arena und The Elder Scrolls 2 Daggerfall zu Steam. Beispiele gibt es bereits seit einigen Jahren kostenlos, konnten allerdings nur über den Bethesda Launcher heruntergeladen werden. Nun könnt ihr euch beide Spiele gratis ziehen über Steam. Das war zwar bisher auch immer kostenlos, dennoch ist dieser Schritt richtig cool, weil Arena und auch Daggerfall nicht ohne Probleme auf modernen PC-Rechnern funktionieren. So alt sind diese Spiele. Mit der Steam-Version wird das jedoch jetzt möglich sein. Mit The Elder Scrolls 1 Arena nahm die Elder Scrolls-Reihe ihren Anfang. 1994 kam das Spiel heraus und ist dementsprechend alt. Was damals als ein AAA Next-Gen-Game galt, ist heute dennoch ein interessantes Spiel aufgrund einer hervorragenden Story und interessanten Mechaniken. Der Kampfmagier Yagatan hat Kaiser Uriel Septim entführt in das Reich Oblivion. Natürlich müsst ihr als Held den Kaiser retten. Auch wenn das Spiel bereits über 25 Jahre auf dem Buckel hat, es kommt wirklich ein Elder Scrolls Feeling auf. Vor allem ist die Spielwelt gigantisch groß dank prozeduraler Generierung. Kein Spaß, sie ist wirklich so groß, dass man gar nicht so genau sagen kann, wie groß sie eigentlich ist. Ebenfalls gigantisch groß ist The Elder Scrolls 2 Daggerfall. Das Spiel kam 1996 heraus und ist damit dementsprechend auch ein paar Jährchen alt. Für viele Fans der Elder Scrolls Reihe gilt Daggerfall als das beste Spiel. Daggerfall kann mit einer riesengroßen Spielwelt punkten und unglaublich vielen Quests, die natürlich wieder alle super spannend geschrieben sind. Mit über 487 Quadratkilometern ist es quasi unmöglich, die ganze Map zu erkunden. Ihr könnt euch wieder zahlreichen Fraktionen anschließen und sogar selber Zaubersprüche craften. Was ich persönlich aber am coolsten finde, ist, dass man an Häuserwänden hochklettern kann. Etwas, was sich später die Assassin's Creed-Reihe tatsächlich von der Elder Scrolls-Reihe abgeschaut hat. Beide Spiele gibt es ab dem 27. April kostenlos im Steam Store zu holen. The Elder Scrolls 4 Oblivion sieht da schon etwas grafisch besser aus und dieses Spiel könnt ihr euch tatsächlich gerade auch gratis holen. Und als ob das nicht noch genug wäre, kriegt ihr von Amazon Gaming sogar noch die Game of Year Edition geschenkt. Hierfür benötigt ihr einfach nur einen Amazon Prime Account. Diesen könnt ihr einfach für 30 Tage kostenlos testen und danach kündigen. Aber jetzt kommt's, selbst Bestandskunden, die schon einmal Prime hatten und Prime gekündigt haben, können durchaus wieder Prime bekommen. Zumindest war das bei mir so der Fall. Loggt euch einfach mit euren Amazon-Kontodaten bei Prime Gaming ein und sucht nach Oblivion. In der Regel wird euch das Spiel gleich auf der Startseite angezeigt. Dort bekommt ihr kostenlos einen Key, den ihr bei GOG einlösen könnt. Den Key bekommt ihr bei Prime Gaming noch bis zum 2. Mai. Bei GOG müsst ihr diesen bis zum 5. Mai eingelöst haben, um das Spiel kostenlos mit eurem Account zu verknüpfen. The Elder Scrolls 4 Oblivion ist der Vorgänger zu Skyrim. Mit der großen Provinz Cyrodiil, die sogar ein Stückchen größer ist als Skyrim, steht euch wieder eine große Open World offen. Es gibt wieder zahllose, toll geschriebene Quests und Abenteuer zu erleben. Einige behaupten sogar, dass die Diebesgilden-Questreihe und aber auch die Questreihe rund um die Dunkle Bruderschaft besser sein sollen als in Skyrim. Dank Mods kann man sogar noch einiges aus Oblivion herausholen und das Spiel etwas aufhübschen. Wer jetzt noch nicht Oblivion gespielt hat, sollte das auf jeden Fall nachholen, schließlich bekommt ihr das Spiel komplett kostenlos. Ganz wichtig, wenn ihr die Prime-Vorteile nicht behalten wollt, vergisst das Ganze nicht zu kündigen, weil sonst bezahlt ihr natürlich im nächsten Monat etwas Geld für den Dienst. Ob sich das lohnt, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ihr persönlich schon bereits alle Elder Scrolls Spiele gespielt habt oder etwas komplett Neues ausprobieren wollt, dann ist The Elder Scrolls Online genau das Richtige für euch. Gerade findet noch bis zum 26. April ein kostenloses Free-to-Play-Event statt. In diesem könnt ihr sogar kostenlos den Prolog spielen zu der kommenden Erweiterung High Isle. Wenn ihr euch bisher nicht an ESO herangewagt habt, dann ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Viele alte Hasen in der Elder Scrolls Community haben nämlich starke Vorbehalte gegen Elder Scrolls Online und ich persönlich
persönlich finde, dass diese eigentlich zum Teil großer Quatsch sind. Bei dem Event könnt ihr auf allen Plattformen teilnehmen. Unten findet ihr natürlich einen Link dazu in der Beschreibung. Wenn ihr euch dann doch später Elder Scrolls Online kaufen möchtet, könnt ihr genau da weiterspielen mit eurem Charakter, wo ihr aufgehört habt beim Free-to-Play-Event. Soll heißen, euer Spielfortschritt wird abgespeichert und nicht gelöscht. Bei meinem Partner MMOGA könnt ihr das Game mit der kommenden Erweiterung High Isle gerade ziemlich günstig schießen. Mit einem Kauf würdet ihr mich und diesen Kanal unterstützen. Also klickt euch gern mal rein. Wenn ihr euch jetzt von Elder Scrolls Online einfach nur das Grundspiel kauft, was es noch günstiger gibt, dann bekommt ihr auch noch die Erweiterung Morrowind kostenlos geschenkt. Holt euch einfach das Grundspiel und schon habt ihr Zugang zu Morrowind. Sollte euch das DLC nicht angezeigt werden, könnt ihr es einfach im Kronenshop kostenlos aktivieren. The Elder Scrolls Online ist ein gigantisch großes Online-Rollenspiel, was euch Zugang zum Kontinenten Tamriel gewährt. Ihr wolltet schon immer mal mehr über die Khajiit und ihre Heimat wissen? In Elder Scrolls Online könnt ihr Elsewhere die Heimat der Khajiit besuchen. Das gilt auch für alle anderen Völker, die wir in der Elder Scrolls-Reihe kennenlernen. Persönlich ist Elder Scrolls Online gerade im Moment mein Lieblings-Online-RPG und ich kann deswegen eine klare Empfehlung aussprechen. Und hey, mit dem Free-to-Play-Event könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Ja, meine lieben Freunde, ihr habt richtig gehört. Wenn ihr es jetzt richtig anstellt, dann könnt ihr 4 Elder Scrolls-Spiele kostenlos abstauben. Wenn du jetzt noch wissen willst, warum Skyrim-Fans krass gehypt sind, dann klick dich unbedingt hier in dieses Video. Ach ja, wenn du es noch nicht getan hast, abonniere gerne den Kanal. Bleibt gesund, bis dann, euer Amemus.